Hallo, grüße euch zu diesem Video und wie immer am Anfang drei zuckersüße Küsse an unsere drei Kinder, die bei der Mutter sind. Sie dürfen mich nicht mehr besuchen, sie dürfen mich nur noch unter Begleitung von zwei Frauen sehen, an alle zwei Wochen, zwei Stunden. Warum? Ich bin ja ein so gefährlicher Vater, weil ich mit unseren Kindern über das Wechselmodell geredet habe. Das Wechselmodell ist das Recht der Kinder auf beide Eltern und die Gleichberechtigung der getrennten Eltern. Ja, und warum ist es in Deutschland eigentlich noch nicht Standard? Immerhin steht ja im Grundgesetz drin, Artikel 3 Absatz 2, dass Mann und Frau gleichberechtigt sind, und in Artikel 6 Absatz 2 steht ja die Pflicht und das Recht der Eltern drin, umgekehrt auch das Recht der Kinder auf ihre Eltern. Warum ist es in Deutschland noch nicht Standard, wenn man diese zwei Artikel des Grundgesetzes zusammennimmt, dass Eltern, die getrennt sind, gleichberechtigt sind und ihre Kinder gleichberechtigt betreuen dürfen nach der Trennung? Und da ist ein Aspekt sicherlich der psychologische Aspekt. Und da könnte es sein, meine Erfahrung, dass wir da in Deutschland ein Problem haben, dass hier eine gesellschaftliche Pathologie, also eine gesellschaftliche psychische Krankheit vorliegt, nicht bei allen, vermutlich eben bei denen, die in den Berufen sind, die am Familiengericht relevant sind, also Richter, auch Jugendamt, Verfahrensbeistand, Gutachter. Diese Personen zeigen eine psychische Auffälligkeit einfach darin, dass sie eben den Eltern nicht die Gleichberechtigung ermöglichen wollen und ja auch den Kindern nicht ermöglichen wollen, dass sie in Gleichberechtigung der Eltern erzogen werden und so eben erfahren, was es heißt, gleichberechtigt zu sein. Und diese psychische Erkrankung, die will ich heute mal besprechen. Und um so den Blick dafür zu öffnen, erinnert euch doch mal daran, dass es eine Zeit gab, in der es in Europa, auch in den USA, völlig normal war, dass man sich duellierte, nachdem der eigene Stolz verletzt wurde. Wenn das heute jemand machen würde, würde man sagen, die sind ja krank. Ja? Also wenn ich jemanden zum Duell auffordere, würde man sofort denken, dieser Mensch hat psychisch einen Knacks. Da hat die Gesellschaft sich weiterentwickelt und hat dieses Verhalten als pathologisch erkannt. Ein anderes Beispiel, erinnert euch dran, noch 1956, glaube ich, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, doch, das ist richtig, Homosexualität ist strafbar. Und zu der Zeit gab es ja das Grundgesetz schon. Und heute wissen wir, das war ein pathologisches Verhalten unseres Bundesverfassungsgerichts, das eben in gewissem Sinne die Gesellschaft widergespiegelt hat, zumindest nicht die Homosexuellen, aber vielleicht die Mehrheit oder eben zumindest diejenigen, die an den entscheidungsrelevanten Positionen waren, wo wir dann eben wieder bei der heutigen Situation sind, dass diejenigen, die entscheidungsrelevante Positionen haben, gar nicht merken, dass sie psychisch krank sind, wenn sie das Wechselmodell nicht als Standard erachten und Kinder in das Residenzmodell zwingen, also sie von einem Elternteil trennen. Langer Rede, kurzer Sinn, was ist diese Krankheit? Ich würde es mal eine ödipale Fixierung nennen. Ihr kennt ja diesen Mythos des Ödipus, der ja seinen Vater ermordet, um seine Mutter zu heiraten. Er weiß nicht, dass es sein Vater ist, den er ermordet, und er weiß nicht, dass es seine Mutter ist, die er heiratet. Das heißt, das sind unbewusste Verhaltensweisen, die der Ödipus zeigt. Und woher kommt denn so eine ödipale Fixierung? Na, das kommt daher, weil zum Beispiel eine Mutter aus ihrer eigenen Pathologie, also aus ihrer eigenen psychischen Erkrankung heraus, denkt, ich muss dieses Kind für mich haben, ich muss es kontrollieren. Es soll mir gehören.
Und dann erzieht sie ihre Tochter oder ihren Sohn so, dass dieses Kind den Vater hasst, damit die Mutter sich sicher sein kann, dass sie geliebt wird. Und heute benennt man sowas als Parental Alienation Syndrome oder Eltern-Kind-Entfremdung. Und diese ödipale Fixierung, die zieht sich durchs Jugendamt durch, durchs Familiengericht, so verhalten sich Gutachter. Ich habe das alles selber erlebt am Familiengericht in Ulm und am Oberlandesgericht in Stuttgart. Da hilft alles vernünftige Reden nicht. Es hilft nicht, aufs Grundgesetz, auf Menschenrechte, auf die Kinderrechtskonvention zu verweisen. Es hilft auch nicht zu zeigen, hier die Mutter, die hat hier in der Vergangenheit Gewalt gegen die Kinder angewendet. Nein, die Idealisierung der Mutter bleibt und der Vater muss sozusagen ermordet werden. Und diese Pathologie, diese psychische Erkrankung, die müssen wir überwinden, denn das ist quasi der Ursprung für den Krieg der Geschlechter, auch der Ursprung überhaupt für Kriege, denn nur wenn wir so erzogen werden, dass wir loyal sein müssen, zu einer Seite stehen müssen und die andere ablehnen müssen, dann werden sich diese Denkmuster in unserem Leben immer wiederholen. Und deshalb trete ich fürs Wechselmodell ein, für die Gleichberechtigung der Eltern und das Recht der Kinder, in Gleichberechtigung erzogen zu werden, damit eben diese psychische Krankheit überwunden wird, damit wir in Deutschland möglichst sehr bald sagen, wenn ein Richter oder ein Jugendamt empfiehlt, dass ein Kind nur zu einem Elternteil soll, dass wir sagen, die sind ja psychisch krank. Und damit er mich nicht missversteht, natürlich gibt es auch Mütter, denen vom Jugendamt und Familiengericht ein Kind entzogen wird und dem Vater zugesprochen wird. Das ist dann der gleiche psychologische Effekt, der hier greift, nur andersherum. Nur weil dieser Mythos davon handelt, dass der Vater ermordet wird, um die Mutter heiraten zu können. Es ist nur ein Prinzip, das da dargestellt wird. Das kann auch andersherum funktionieren, dass jemand die Mutter ermorden will, um den Vater zu heiraten. Und es muss ja nicht ein Mädchen sein, das den Vater heiraten will, kann ja im psychologischen übertragenen Sinne auch ein Junge sein, der sich mit seinem Vater verbündet oder natürlich ein Mädchen, das sich mit seiner Mutter verbindet. Gut, das war die Einsicht, die ich gewonnen habe am Familiengericht, über die Jugendämter, über Gutachter, die ja selbst psychisch geschult sind, aber das nicht reflektieren können. Wir müssen da endlich raus aus dieser Pathologie, aus dieser psychischen Krankheit. Und natürlich, eins will ich noch sagen, es gibt natürlich Fälle, wo ein Kind nicht zu einem Elternteil soll oder sogar nicht einmal zu beiden Elternteilen. Das sind die Fälle, wo eine wirkliche Kindeswohlgefährdung vorliegt, wo ein Kind übel misshandelt wird, geschlagen wird zum Beispiel und so weiter. Diese Fälle nehme ich jetzt raus, die sind klar. Ich meine die Fälle, wo sich ein Gericht oder ein Jugendamt einfach auf seine Erfahrung bezieht, wie es zum Beispiel am Oberlandesgericht Stuttgart bei uns der Fall war, oder einfach entschieden wird, ja, ein Kind, das hier psychisch von der Mutter unter Druck gesetzt wird, kann sich selber wehren, wie am Amtsgericht Ulm. Da hat der Richter am Amtsgericht Ulm war blind, weil es ihm im Grunde genauso erging als Kind und er sieht nicht, welche Gewalt er hier weiter betreibt, wie er seine ödipale Fixierung nicht überwinden kann und drin stecken bleibt. Okay, nochmal 3 zuckersüße Küsse an unsere 3 Kinder, die bei der Mutter leben, nicht hier bei mir sein dürfen, die zum Glück die ödipale Fixierung nicht haben, die beide Eltern lieben, bei beiden Eltern sein wollen, sich natürlich und psychisch gesund verhalten, den Leiter des Jugendamt und auch die Verfahrensbeiständin jetzt quasi einreden wollen, beziehungsweise am Gericht behaupten, die Kinder hätten irgendwelche psychischen Probleme. Na, die Probleme werden halt von außen gemacht, weil man am Familiengericht versucht, das eigene Trauma, die eigene ödipale Fixierung auf meine Kinder weiterzugeben. Und genau aus diesem Grund werde ich da weiter vorgehen
gegen die Menschen dort am Familiengericht, die hoffentlich irgendwann verstehen, dass sie auf dem Holzweg sind und dass sie da ihre eigene Prägung überwinden müssen. Und als Gesellschaft auch, dass die Politiker endlich ihre ödipale Fixierung aufgeben und das Wechselmodell in Deutschland zum Standard machen. Es steht im Grundgesetz, nicht umsonst. Das Grundgesetz ist auch sozusagen eine Vorlage zu einer psychischen Gesundung für eine Gesellschaft. In diesem Sinne, Kinder brauchen Vater und Mutter. Macht's gut.